Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein Tattoo-Video. Ich weiß, da habt ihr so mit am meisten Bock drauf, dass ich euch irgendwie was über meine Tattoos erzähle oder euch beim Tätowieren mitnehme. Und heute wird beides passieren. Ich habe euch bei den letzten drei Terminen auch brav mitgenommen und werde aber heute vor allem euch durch diese Videos führen und vorneweg auch noch ein paar Dinge erklären. Punkt 1. Ich lasse mir gerade meinen Sleeve machen. Ich bin super happy, das ist ja der erste Arm, den ich mir tätowieren lasse. Ich meine, ich habe auch nur zwei, aber das ist der Arm, mit dem ich jetzt anfange und ich bin super happy, dass ich das jetzt machen kann. Ich mache das bei Edelbund Tattoo, das ist im 12. Bezirk in Wien. Punkt 2. Ich weiß, dass ich in meinem Tattoo-Wünsche-Video oder in meinem Tattoo-Pläne-Video, ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich das genannt habe, eigentlich über was ganz anderes gesprochen habe. Da meinte ich noch, dass auf meinen Unterarm Bäume und in Baumkronen ein versteckter Tierkopf und am Oberarm dann ein Universumsmotiv kommt. Und hätte ich das schon, wäre ich nicht unglücklich darüber, aber ich muss sagen, ich bin einfach jetzt gerade total motiviert auf Kleinigkeiten, auf ein bisschen einen Chaosarm, der aber dann schlussendlich gut zusammenpasst. Das war mir schon wichtig. Also es ist alles selber Stil und alles sehr ähnlich gemacht, aber so ein bisschen was Freieres. Denn ich muss schon sagen, ich liebe mein Wärmprojekt, aber ich habe einfach über zweieinhalb Jahre an dem gearbeitet und es war einfach sehr spezifisch, was ich machen musste, also dass das gut dazu passt. Und es ist jetzt einfach total schön, ein bisschen freier sich tätowieren lassen zu können und auch einfach mal sagen zu können, auf das Motiv habe ich Bock, das machen wir jetzt. Und genau das machen wir und ich freue mich sehr darüber. Ich habe mir natürlich trotzdem davor sehr, sehr viele Gedanken über das Ganze gemacht, wo ich was hinhaben will, was ich auch genau haben will. Ich habe mir dafür ein paar Pinterest-Alben angelegt und habe mir da vor allem viel abgespeichert. Ich finde das bei Pinterest so angenehm, dass ich da dann alles auf einen Blick habe, nicht wie es bei Instagram der Fall ist, dass ich dann ständig hin und her suchen muss. Auf das hatte ich einfach keine Lust, deswegen habe ich mir ganz, ganz viel auf Pinterest gesucht. Zum Teil Tattoos als Inspiration, zum Teil irgendwas Gesketchtes, das auch natürlich nur als Vorlage gilt. Ich habe dann überlegt, wie viel Platz ich habe, denn natürlich mein Ärmchen ist nicht allzu groß und da ist nicht allzu viel Platz, aber doch ein bisschen was und habe deswegen witzigerweise meinen Arm ja, versucht zu planen, indem ich da wirklich so einen Arm mehr oder weniger mache. Denn ich tue mir wahnsinnig schwer, wenn ich das nicht plastisch und 3D-mäßig vor mir sehe. Also ich habe auch versucht, das Ganze auf Photoshop zu planen, aber das bringt mir nicht so richtig was. Witzigerweise passiert von dem jetzt nicht mehr viel, aber ich habe auf jeden Fall das so gemacht und habe mir dann die einzelnen Tattoos und Dinge einfach ausgedruckt. Wie gesagt, so wie es hier jetzt ist, wird wenig davon passieren, weil die Dinge zum Teil zu klein waren oder es dann doch mit den Winkeln und so nicht so gepasst hat. Aber es war für mich trotzdem ganz angenehm, mal so eine kleine Möglichkeit zu haben, mir anzuschauen, wie ich mir das Ganze denn so circa vorstelle. Wir haben angefangen mit dem Sonne-Mond-Motiv. Das kennt ihr auch schon, das habe ich euch auf Instagram auch schon gezeigt und ich muss sagen, ich war super verliebt in immer schon in Sonne-Mond-Motive. Also ich finde, das ist einfach super, super schön. Ich habe jetzt auch auf den Ohren Sonne und Mond. Also Monde waren ja schon immer meins und Sonnen fand ich auch sehr, sehr cool und deswegen freut es mich, dass wir da so ein Mandala-Sonne-Mond-Motiv umsetzen konnten. Ich bin im Tattoo-Studio Edelbund und heute passiert was ganz Besonderes. Ich fange nämlich mit meinem Arm an. Schaut euch das an, perfekte Größe. Ich bin immer so, oh, ich will es so groß wie möglich haben und bin dann aber drauf gekommen, so viel Platz ist einfach nicht da und wir machen ja eh den kompletten Arm voll. Und ich finde die Größe jetzt wirklich wunderschön. Wir sind schon wieder fertig und oh mein Gott, es ist
so schön geworden. Es ist jetzt sozusagen das erste kleine Puzzlestück für meinen Arm. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen bequatscht, was das nächste Mal kommen wird. Und ich bin so begeistert und so freudig, weil es einfach so ein cooles Projekt ist. Und vor allem, weil die Sandra da auch richtig Lust drauf hat. Das hat man ihr nämlich angemerkt, oder? Aber voll. Das ist so richtig meine Arbeit, die Details. Und ein ganzes Projekt. Also, ich freue mich riesig drauf. Und ich erst. Schaut euch das an. Es ist so schön geworden, wirklich. Also Sandra, du hast dich selbst übertroffen. Weil das ist wirklich wunderschön. Das war der allererste Schritt sozusagen in meiner Tattoo-Sleeve-Story. Das war von den Schmerzen absolut erträglich. Ihr habt es eben Tätowieren direkt gesehen. Nach einigen Wochen war ich dann wieder bei der Sandra und habe ihr eben gesagt, ich hätte gerne einen Pfeil. Sitzung Nummer 2. Ich bekomme heute einen Pfeil. Den haben wir jetzt mittlerweile auch umgesetzt. Es kommt immer darauf an, wie ich ihn herzeige, aber im Prinzip ging es mir eben darum, dass der da so hier so mehr oder weniger ist. Und das hat jetzt auch ganz gut funktioniert. Ich liebe ihn. Es war wichtig, dass er nicht zu groß ist. Denn ich will halt rundherum noch super viel andere Sachen haben. Darum wird es dann nachher noch gehen. Und ein zweites Schmuckstück durfte da auch noch folgen. Nämlich das ewiglich auf meinem Arm, das in der Handschrift von meinem Freund ist. Man kann über Pärchen-Tattoos bzw. über Tattoos für Leute sagen, was man will. Jeder soll das machen, wie er will. Ich persönlich würde mir, glaube ich, keinen Namen tätowieren lassen. Aber bei allem anderen bin ich voll go for it, weil ich habe auch schon das Geburtsdatum von meiner besten Freundin und von meiner Mama und von meinen Geschwistern. Und habe Tattoos in der Handschrift von Freunden. Und habe mich von einer Freundin tätowieren lassen. Also ich bin, was das betrifft, und habe x Freundschaftstattoos mit der Sally, die ihr eh auch von YouTube kennt. Also die Sally müsste euch eigentlich ein Begriff sein, wenn ihr mich schon länger verfolgt. Auf jeden Fall habe ich da x verschiedene Tattoos und wollte das ewiglich genau an dem Punkt auch haben, wo ich es immer sehe, weil ja, mich das sehr glücklich macht und das ist dann auch absolut in Ordnung. Und das vierte Motiv demnach, das auf meinem Arm jetzt noch Platz gefunden hat, ist dieses hier. Das soll so ein bisschen Avatar symbolisieren. Aber auf jeden Fall habe ich mir eben jetzt überlegt, dass ich den Arm so ein bisschen in Richtung Kinderhelden gestalten will. Unter anderem will ich noch einen Schwan für Schwanensee, für Schwanenprinzessin. Ich habe diesen Film geliebt, egal ob die Barbie-Version witzigerweise oder die normale, auch wenn natürlich das alles sehr weird mittlerweile ist, wenn man sich so über die Geschichte Gedanken macht. Aber das war einfach einer meiner liebsten Kinderfilme, genauso wie das letzte Einhorn, das noch verewigt wird. Mir ist nur ganz wichtig, dass es nicht in your face ist, dass man nicht unbedingt auf den allerersten Blick sieht, dass es eben in eher gesketchter Variante ist. Wie wir das eben hier jetzt auch hinbekommen haben, super schwer herzuzeigen. Aber eben so ein bisschen eher in gesketchter Variante, weil ich eben nicht will, dass man sofort sieht, ah, das ist Avatar, ah, das ist das letzte Einhorn. Das ist eben nicht so meins. Und dazwischen gibt es aber auch noch so ein bisschen Füllmaterial. Also es wird nicht alles 100% was mit Bedeutung sein, aber es wird vieles davon halt bedeutungsschwanger sein und es wird vieles davon für mich persönlich einfach was bedeuten und das finde ich super schön und das freut mich total, dass ich das jetzt so auf dem Arm unterbringe und will eben wirklich bis oben hin dann schlussendlich hinzumachen. Es sollen jetzt auf jeden Fall noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Motive folgen. Oberarm machen wir den Schwan zum Beispiel relativ groß, dann am Innenarm habe ich mir auch schon was überlegt, was ich gerne hätte. Vielleicht brauche ich noch was für die Schulter, da weiß ich noch nicht genau, was wir hinmachen. Hier unten
Hier unten fehlt auf jeden Fall noch was, dann hier fehlt noch was, rund um den Ellbogen kommt noch was. Also es ist auf jeden Fall noch so ein bisschen was geplant. Dann habe ich auch noch überlegt, ob ich nicht sogar noch ein bisschen Hintergrund mache. Das muss man sich dann anschauen, wie gut das dann harmoniert insgesamt. Aber einen Hintergrund hätte ich auch schon. Also ich hätte, wenn wir dann schlussendlich fertig sind und wenn wir es weitermachen, wie wir es jetzt gerade tun, wird es nicht allzu lang dauern, dann würde ich eben gerne mit dem Hintergrund den Sleeve auch noch zumachen. Ja. So schaut's aus. Ich werde auch ab jetzt wieder ein bisschen braver mitnehmen, auch bei den Tattoo-Vlogs. Ich werde vielleicht ein bisschen Daily-Vlog-mäßig was draus machen. Ich habe auch noch das ein oder andere Spezial-Tattoo, das ich euch noch gar nicht gezeigt habe, das ich mir auch bei Edelpunt tätowieren habe lassen. Das wird dann auch in der nächsten Zeit folgen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich warte immer, dass die Tattoos halbwegs fertig sind, bevor ich sie euch zeige. Aber da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr drauf und bin schon mega, mega happy und ja. So schaut's aus. Ich krieg meinen Arm tätowiert. Ich bin mittlerweile 26 Jahre und habe trotzdem immer noch Schiss, wenn ich zu meiner Mama komme und sie das sieht. Aber ansonsten bin ich super, super happy und mag eben den Stil auch sehr, sehr gern. Mag es jetzt auch gegengleich eben zum Bein, dass das jetzt doch eher ein schwarz-weißer Arm wird, der eben so ein bisschen gesketcht ist. Ich mag diese Sketch-Motive, das habe ich ja da auch so ein bisschen. Ich mag das halt einfach super gern und habe darauf einfach jetzt gerade mehr Lust, als gezwungenermaßen große Motive zu machen. Ich habe einfach nicht mehr so viel Platz. So blöd es klingt, weil wenn man mich so sieht, bin ich untätowiert. Aber ich habe einfach im Kopf schon so viel verplant und habe gefühlt nicht mehr so viel Platz, den ich für einzelne Motive nutzen kann. Und deswegen freue ich mich jetzt total, dass ich da auch vor allem jedes Mal nach dem Tätowieren so richtig was habe. Das hat mir irgendwie beim Bein am Schluss auch so ein bisschen gefehlt und das ist absolut keine Kritik. Denn ich wollte ja was Einheitliches, Großes und das wird bei dem rechten Arm auf jeden Fall auch der Fall sein, weil den will ich auf jeden Fall feurig und da will ich auf jeden Fall 3 bis 4 große Motive haben, wo wir lange dran sitzen werden, mehrere Sitzungen wahrscheinlich an einem Motiv sitzen werden. Aber bei dem Arm macht es mich jetzt einfach auch total glücklich, dass wir 1 Stunde oder 2 tätowieren und dann ein fertiges Motiv haben, über das ich mich einfach freuen kann und ich nicht mich jetzt um Hintergrund kümmern muss, obwohl der wahrscheinlich auch noch kommt, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Auf jeden Fall war es das mit diesem kurzen, knappen, wahrscheinlich gar nicht mehr ganz so kurzen und ganz so knappen Tattoo-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal und vor allem beim nächsten Tattoo-Video, denn das kommt relativ bald.